Männer unter sich und in ihrer Mitte Jesus. Eine Herrenrunde. Man will unter sich bleiben. Aber diese Runde wird gestört. Eine Frau, eine schöne und anmutige Frau, betritt den Raum. Mit leichten, fließenden Bewegungen geht sie direkt auf Jesus zu. Und es ist nicht irgendeine Frau. Die Ehefrau einer der Männer hätte man sich ja vielleicht noch gefallen lassen. Nein, es ist eine stadtbekannte Prostituierte. Eine Nutte, die für Geld mit Männern schläft. So eine passt doch nicht in diese Gesellschaft. Schon gar nicht, wenn da Jesus sitzt. Aber nicht nur das. Sie hat ein Gefäß dabei mit einem sündhaft teurem Öl. 300 Denare war es wert, ein ganzer Jahreslohn. Und damit salbt sie Jesus. Salbt ihn und berührt ihn. Zeigt damit ihre Liebe. Die anderen sehen verlegen weg. Einige murmeln, sind peinlich berührt, sind entsetzt. Dieses teure Öl hätte man verkaufen und das Geld den Armen geben können. Sie fahren die Frau an, wollen, dass sie aufhört und dass sie am besten auch gleich wieder geht. Aber das tut sie nicht und Jesus lässt sie. Denn als Einzige in dem Raum hat sie verstanden, Jesus wird sterben, sehr bald schon. Und jetzt ist er noch da. Noch kann sie ihm ihre Liebe zeigen, ihre Liebe an ihn verschwenden, großzügig, ohne abzuwägen, was lohnt und was nicht lohnt. Wahre Liebe will sich verschwenden, will alles oder nichts. Ist nicht rational, ist im Moment, im Hier und im Jetzt, setzt manchmal auch alles aufs Spiel. Und das, was diese Frau aus Liebe tut, das müssen die anderen nicht verstehen. Jesus wird sterben. Und jetzt ist die Zeit, ihm ihre Liebe zu zeigen, ihn zu trösten, ihn zu salben, verschwenderisch, mit kostbarstem Öl. Und in ein paar Tagen vielleicht wird sie auch unter dem Kreuz stehen, neben den anderen Frauen, hilflos, weinend und verzweifelt. Was wird sie dann trösten? Der Tod rückt uns auf den Leib. Er kommt uns so nah, wie er vielen vielleicht noch nie gekommen ist. Und gleichzeitig bleibt er abstrakt. Wie schwer ist es, die Bilder aus dem Fernsehen mit sich selber in Verbindung zu bringen. Was aber nicht abstrakt ist, das ist unsere Angst. Vor allem um die, die wir lieben. Wie lange werden wir einander noch haben? Wen werden wir vielleicht verlieren? Werden unsere Eltern, Großeltern, Partner, Freunde diese Pandemie gut überstehen? Und plötzlich wird uns klar, wie kostbar die Zeit ist, die wir miteinander haben. Wie hilflos uns die Angst macht, dass wir einander verlieren könnten. Dass unser Leben von einem Tag auf den anderen nicht mehr so ist, wie es war. Auch die Frau aus Bethanien hat Angst. Sie weiß, dass Jesus sterben wird. Aber vorstellen kann sie sich das noch nicht. Und sie verwandelt ihre Angst in Liebe, in verschwenderische, großzügige Liebe. Entgegen aller Abwägung, entgegen aller Vernunft. Und sie weiß, dass es gut ist. Und dass es das Einzige ist, was gegen die Angst hilft, was überhaupt helfen kann.